Moin, moin, ihr Fischköppe. Hier mein erstes Video zum Aquarium. Es geht um das Juwelido 200. Ja, wie soll ich anfangen? Und zwar hier, kurz, hier steht's. Ich hatte mir vorher ein gebrauchtes geholt bei eBay Kleinanzeigen und ja, man sollte vielleicht sich kein gebrauchtes Aquarium holen, nur wenn man sich sehr gut auskennt. Das ging leider richtig in die Hose. Und zwar hatte ich dann nach circa 2, 3 Wochen ein undichtes Aquarium und ich konnte alles nochmal von vorne beginnen. Also vielleicht so als kleiner Tipp, wenn man ein Aquarium sich holt, wirklich holt euch ein neues. Ja. Das war dann auch nicht ganz so viel teurer und ja, ich habe mich wirklich sehr geärgert. Nochmal zur Einlaufphase. Es ist natürlich so, wenn man sich die Fische holt, sollte man die nicht gleich zusammen mit dem Becken holen, sondern da gibt es natürlich diese Einlaufphase, die dauert mehrere Wochen, bis die Fische zum Einsatz kommen. Das war bei meinem ersten Becken in der Kindheit, ja, das hatte ich das Problem nämlich, da wusste ich das nicht. Und da ging natürlich dann einige Fische hops. Der im Aquaristikgeschäft hat mir das auch nicht gesagt, also passt da bitte auf, wenn ihr einkaufen geht, wenn ihr das Becken holt, nicht gleich die Fische mitnehmen, sondern das braucht einige Wochen oder Monate, bis das Ganze einläuft und dann könnt ihr auch loslegen. Jo, dann mal kurz zum Besatz bisschen was. Und zwar, ich habe hauptsächlich kleine Fische im Aquarium. Ich wollte da nicht so riesen Brocken drin haben. Also schön dezent. Und zwar habe ich drin Glühlichtzallen. Die finde ich recht hübsch mit den orangenen Augen. Dann natürlich die Neons, rote Neons. Finde ich auch immer wieder schön. Sind ja Schwarmfische. Und es sieht eigentlich genial aus, wenn die so zusammenschwimmen. Ich habe zwar nicht viel drin, also es sind so knapp 10. Ich finde, das Becken müsste dann halt mehr in die Breite gehen, dass es gut aussieht. Und es ist ja mehr so ein Kubus, was ich habe. Ja, ich denke, 10 reichen aus. Also Glühlichtzallen, die roten Neons. Dann normale, ganz kleine Salmler noch. Da wusste im Aquaristikchef noch nicht mal, wie sie heißen. Ich muss noch mal schauen, wie sie heißen, aber sie sind wirklich winzig. Dann habe ich natürlich gegen Algen drin die Otterzinklen, Otters und siamesische Rüsselbarben heißen sie. Die sind wirklich perfekt als Putzerfische geeignet. Dann natürlich Schnecken, Posthandschnecken und Napfschnecken. Müssten auch so knapp 10 sein insgesamt. Dann ja, Königssalmer, die anderen Salmer sind eigentlich wirklich nur hauptsächlich die kleinen Fische im Aquarium und schön dezent gehalten. Jo, dann. Nee, das war's auch schon, was ich an Fische drin habe. Nee, jetzt natürlich klar, jetzt fällt es mir gerade ein. Ich habe noch Glaswelse drin. Und die sind wirklich sehr besonders. Die sind komplett durchsichtig. Und da hatte ich auch also 2, 3 Wochen richtig Probleme mit den Fischen beim Reinsetzen. Die sind sowas von empfindlich und einfach die Schisser ohne Ende. Da hat es wirklich ein paar Wochen gedauert, bis die überhaupt rausgekommen sind. Also die stehen nur hinter der Wurzel am Anfang und machen wirklich gar nichts, haben nur Schiss und sind eigentlich sehr nachtaktiv. Jo, dann hatte ich Probleme in der Einlaufphase mit Algen. Also
Angeblich ist es normal, wenn man Algen im Aquarium hat. Das sind normale Grünalgen. Die hatte ich. Und dann hatte ich aber auch Blaualgen drin. Und es war wirklich ein Kampf. Da habe ich dann mehrere Wochen täglich die Blaualgen raus. Und die stinken so richtig. Das sind ja auch keine Algen, das sind ja angeblich Bakterien. Also ihr seht, es ist wirklich, wenn man sich ein Aquarium holt, das ist kein Spielzeug, ne? Das sind Lebewesen drin. Ja, dann hat mir natürlich sehr viel geholfen, die ganzen YouTube-Channels, die ganzen Aquaristik-Kanäle, das ist ja Wahnsinn, wie das explodiert mittlerweile. Ja, easy natürlich. Thomas von der Zoobox, der ist ja dadurch ein easy ein bisschen mit eingestiegen. Also das macht wirklich Spaß, diese Kanäle anzuschauen. Das macht wirklich süchtig. Und deswegen, ja, habe ich dann auch gedacht, holst dir ein Aquarium und es macht wirklich Spaß ohne Ende. Es macht natürlich auch Arbeit, aber Spaß. Dann der Tobi von AquaOwner, der kann euch wirklich in jeder Hinsicht zu jedem Thema helfen. Das ist so brutal, wie viel Infos da eigentlich im Internet rumschwirren. Und ja, wenn ihr Bock drauf habt, wie gesagt, das ist kein Spielzeug, aber macht's. Es macht Spaß. So, und jetzt mal kurz ja, zum Aquarium. Ein paar Impressionen und viel Spaß bis zum nächsten Video. Ciao.